Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir befinden uns im April mit unserem Newsletter und heute an meiner Seite die Christa. Und an meiner Seite die Liane. Und das sind unsere Themen. Modernisierung und Sicherheit. S-Net wird am 1. Oktober 2019 auf Managed Transfer umgestellt. Microsoft Dynamics 365 CRM. Digitalisieren Sie Ihre Kundenbeziehung mit Erfolg. GBS Unternehmensgruppe. Umsatz ist weiter gewachsen. Am Puls. Künstliche Intelligenz erhöht Flexibilität im Großhandel. S-Net wird am 1. Oktober 2019 auf Managed Transfer umgestellt. Die Kommunikation und der Austausch von unternehmensbezogenen Daten erfolgt heute im größten Teil digital. Die Sicherheit von sensiblen Daten hat somit eine hohe Priorität. Unser Produkt S-Net war dafür seit fast 20 Jahren das Rückgrat in der Verbundkommunikation. Es sorgte dafür, dass Daten und Dokumente aus verschiedenen Quellen und Formaten vollautomatisch für und von GEWIS EAP bereitgestellt werden. Mit Managed Transfer haben wir nun eine völlig neue Lösung geschaffen, welche S-Net zum 1. Oktober 2019 ablösen wird. Im Rahmen der Neuentwicklung wurde eine komplette Infrastruktur inklusive Serverkomponenten in unserem Rechenzentrum geschaffen. Diese Neuentwicklung ist vor dem Hintergrund aktueller Sicherheitsstandards und Kommunikationsprotokolle notwendig und basiert auf neuester Technologie. Eine mehrfache Verschlüsselung garantiert höchste Sicherheit. So übertragen Sie Unternehmensdaten wie zum Beispiel Belegdokumente oder Stammdaten sicher, einfach und transparent an den gerichteten Empfänger. Für Fragen rund um die Leistungen steht Ihnen Mike Niggemann sehr gerne zur Verfügung. Microsoft Dynamics 365 CRM. Digitalisieren Sie Ihre Kundenbeziehung mit Erfolg. Durch die Herausforderungen im Handel stehen die Unternehmen vor vielfältigen und stetig wachsenden Aufgaben, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie die Bedarfe und Wünsche der Kunden aussehen, um sie langfristig an das Unternehmen zu binden. Mit dem neuen Produkt Microsoft Dynamics 365 CRM bieten wir Ihnen hierfür eine strategische, eigenständige Lösung im Bereich des Customer Relationship Managements. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kundenbeziehung aus einer 360-Grad-Sicht über den kompletten Kundenzyklus zu analysieren und zu steuern. Vom Aufbau eines einheitlichen Kontaktstamms über Potenzialanalysen bis hin zum Aufgaben- und Terminmanagement können Sie Ihre Kundenbeziehung entwickeln und ausbauen. Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Dann nehmen Sie Kontakt mit Philipp Schulze-Tertelt auf. GBS Unternehmensgruppe. Umsatz ist weiter gewachsen. 2018 konnten wir auch weiter unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe ist von 54,3 auf 61,5 Millionen Euro gestiegen. Die GBS entwickelt sich damit abermals besser als der relevante Markt. Erstmals trug dazu auch die 75,1%ige Mehrheitsbeteiligung an der VWO GmbH bei. Die anhaltend gute Entwicklung hat auch direkten Einfluss auf die Zahl der Mitarbeiter. Diese wächst an den vorhandenen Firmenstandorten in Münster, München, Nürnberg, Leonberg, Isernhagen und Essen kontinuierlich an und beträgt aktuell weit über 450 Kolleginnen und Kollegen. Am Puls. KI erhöht Flexibilität im Großhandel. In unserer letzten Folge zum Thema künstliche Intelligenz gehen wir heute noch einmal detailliert darauf ein, wie die Kundenkommunikation durch KI optimiert werden kann. Die Effektivität ist dabei stark abhängig vom Automatisierungsgrad der einzelnen Aktivitäten. Mit KI besteht nicht nur die Möglichkeit, Wertschöpfungsprozesse wie Produktion zu verbessern, sondern auch die Kommunikation mit dem Kunden. Möchten Sie erfahren, wie diese mithilfe von Microsoft Services automatisiert und der Service-Level weiter hochgehalten werden kann? Dann schauen Sie sich das Video an oder nehmen Sie direkt Kontakt mit Christian Feldmann auf. Dann haben wir noch einige Veranstaltungshinweise für den Monat Mai und Juni für Sie. Und zwar am 23. Mai die Roadshow Do It Sport und Event im Hause der GWS. Am 5. und 6. Juni auf dem Leonardo Campus in Münster die HIS-Tagung. Und es gibt noch ein paar Webcasts, unter anderem die GAP.io für GEWIS ERP NAV am 8. Mai. Dann geht es am 10. Mai um die Partnerschaft Schufa, trotz IT-Investitionen finanziell liquide bleiben. Und am 24. Mai geht es um GEWIS ERP NAV, um die Verwaltung von Jobs über die Aufgabenwarteschlange. Jetzt würde ich sagen, wir sind am Ende des Newsletters für den Monat April. Und wie immer, wenn Sie Lust haben, mal zwischendurch reinzuschauen, was bei uns los ist, gehen Sie auf erpsystem.de. Und wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, drücken Sie wieder den Daumen. Bis dahin eine schöne Zeit und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Tschüss!
Sag mir, was muss ich jetzt hängen? Kann ich doch so zu dir sagen, oder nicht? Das ist aber jetzt alles auf dem Ton, ne? Das ist aber nicht schlimm, das hört man ja nicht. Je nachdem, was Dennis davon macht. Ja. Du darfst jetzt nicht so eine Grimasse ziehen. Ach so, okay. Wenn Sie wüssten, wie die anderen hier manchmal gucken, die hinter der Kamera stehen, aber vielleicht drehen wir es irgendwann mal um. Wenn Sie wollen, können Sie, ne?